und schützt unseren Körper vor Entzündungen in der Bauchspeicheldrüse und damit auch vor Diabetes Typ 1 und vor Erschöpfung der Bauchspeicheldrüse, der zum Diabetes Typ 2 führt. Eine ganz entscheidende Bedeutung hat das Vitamin D auch für die Muskelkraft. Wenn wir zu wenig Vitamin D haben, ist nicht nur die Laune nicht so gut, sondern auch unsere Energie ist sehr, sehr wenig. Unsere Muskelkraft lässt nach und wir sind wesentlich weniger physisch leistungsfähig, als wenn wir ausreichend versorgt sind. Aber nicht nur die physische, die körperliche Leistungsfähigkeit ist deutlich weniger beim Mangel von Vitamin D, auch die geistige Leistungsfähigkeit, die Konzentrationsfähigkeit, die Ausdauer, mit der wir Dinge tun können. Was auch entscheidend ist, das ist, dass im höheren Lebensalter Vitamin D das Frakturrisiko vermindert durch eine bessere Koordination der Muskulatur und durch eine Stärkung der Knochen. Wir wissen, dass Knochenbrüche im höheren Lebensalter war vor einigen Jahrzehnten noch ein Todesurteil, ich weiß das noch, das geheißen hat die Tante sowieso, hat es geschmissen, Schenkelhals, könnt ihr euch schon richten, für die Leich. Ja. In ein paar Wochen haben wir die Leich, die hat sich den Schenkelhals gebrochen. Und das war dann auch so. Ja. Also es war früher ein Todesurteil. Heute ist es so, dass Frakturen im höheren Lebensalter ein enormer Kostenposten im Gesundheitssystem sind. Weil die Heilung, die Operation, die Rehabilitation in diesem Lebensalter ganz besonders lang dauert und viele ältere Menschen dann auch pflegebedürftig sind nach solchen Unfällen. Ein wichtiger Punkt ist auch noch die Wirkung von Vitamin D auf die Haut. Sie wissen, dass die Kinder heute nicht mehr in den Zoo gehen dürfen wegen Hautkrebs, aber es ist so, dass ein ausreichend hoher Vitamin D-Gehalt auch vor Hautkrebs schützt. Aber nicht nur vor Hautkrebs, auch vor Autoimmunerkrankungen in der Haut, wie zum Beispiel Ekzemen. Und das Wichtigste, Vitamin D beugt auch dem Sonnenbrand vor. Ich möchte Ihnen hier etwas ganz Wichtiges zeigen, nämlich wie in unserem Leben die Hormone verlaufen. Sie sehen, jeder Mensch wird im Alter von 0 mit Hormonen geboren. Das ist also nicht etwas, wo wir bei gar nichts anfangen. Und in der Pubertät steigen die Hormone stark an und dann ab dem Alter von 25 bis 30 Jahren auch wieder abzusinken. Und es ist so, dass in der Blüte des Lebens, wenn die, vor allem die Steroidhormone sehr, sehr stark sind, wir ein Fehlen von Vitamin D am ehesten verkraften können. Aber Kinder, die wenig Steroidhormone haben und ab dem 30., 35. Lebensjahr, wo auch die Steroidhormone, die für die Lebenskraft zuständig sind, deutlich nachwachsen. In diesem Lebensalter ist Vitamin D unverzichtbar. Und in der Lebensmitte gibt es auch Situationen, wo das Hormonkostüm deutlich nachlässt und ist immer dann, wenn man in sogenannten Burnout-Situationen ist oder auch in Situationen der hormonellen Veränderung, wie zum Beispiel in der Schwangerschaft. Auch in der Schwangerschaft und Stillzeit ist Vitamin D unbedingt notwendig. Also, immer dann, wenn die Hormone nicht so im Sprießen sind, bei Kindern, bei Senioren oder wenn eine hormonelle Umstellung ist, bei Erkrankungen, bei Erschöpfungszuständen, in Schwangerschaften, in der Stillzeit, ist also das Vitamin D besonders wichtig. Nun, wie kann man drauf kommen, ob man genug Vitamin D hat oder nicht? Das Einfachste ist ein Bluttest. Also Blutabnahme aus der Vene und nach ein paar Tagen weiß man, welchen Wert man hat. Wichtig zu wissen ist, dass normalerweise Vitamin D bei der Blutabnahme nicht gemessen wird, wenn man das nicht separat anfordert. Also bei der Vorsorgeuntersuchung
ist das Vitamin D-Profil nicht enthalten. Und es gibt Leute, die sagen, ich bin den ganzen Sommer im Garten, ich bin braun, ich bin viel im Wald und in der frischen Luft, ich habe sicher nur Vitamin D. Und all das, was ich jetzt aufgezählt habe, sind keine sicheren Anzeichen davon, dass man auch wirklich ausreichend Vitamin D produziert hat. Denn der Vitamin D-Mangel ist sehr, sehr verbreitet. Nur etwas zu den Kosten der Vitamin D-Messung. Es ist so, dass alle Versicherungsträger, außer die Lehrerkrankenkasse, die sonst alles zahlt, den Vitamin D-Spiegel bezahlen, wenn der Arzt auf die Überweisung draufschreibt, Verdacht auf Vitamin D-Mangel. Ja, der Zusatz muss dabei sein, sonst muss man das selber zahlen und die Untersuchung kostet ungefähr 30 Euro. Und es gibt keine andere zuverlässige Methode, wirklich den Vitamin D-Spiegel festzustellen, als die Blutprobe. Bei uns im Haus wird bei jeder Blutuntersuchung Vitamin D mitgemessen, entweder als Erstuntersuchung oder eben als Verlaufskontrolle, ob die Dosierung des Vitamin D, das man bekommt, auch ausreichend ist. Nun, wer leidet an Vitamin D-Mangel? Der Vitamin D-Mangel geht quer durch alle Bevölkerungsschichten. Kleinkinder, Schulkinder, junge Erwachsene, reife Erwachsene und Senioren. Viele Senioren waren einmal bei der Knochendichtemessung und erhalten dann ein Medikament, wo Kalzium und Vitamin D drinnen ist. Aber diese Dosierung von Vitamin D in diesen Medikamenten ist nur ein Zehntel vom eigentlichen Tagesbedarf. Und das Kalzium, das da drinnen ist, das ist sozusagen so staubig, das wird zu Kalk im Magen. Ja. Also das heißt eher wie ein Gips. Ja. Viele Patienten nehmen das gar nicht, wenn ihnen jeden Tag schlecht wird, kannst du das einnehmen. Nun, wir haben schon gesprochen, wie das Vitamin D in den Körper kommt. Wir brauchen eine Bestrahlung mit UVB-Licht. Das heißt, das UVB-Licht muss auf die Haut auftreffen. UVB ist im Sonnenlicht enthalten, wird allerdings, wenn die Sonne unter einem Winkel von 45 Grad bei uns auftrifft, die Sonnenstrahlen, aus dem Sonnenlicht herausgefiltert. Das heißt, dass in unserem Breitengraden, in unserer Seehöhe, ab Mitte September bis Ende März überhaupt keine UVB-Strahlung vorhanden ist. Sie müssen weit über 1000 Meter im Winter, um überhaupt UVB-Strahlung aufnehmen zu können. Nur ist da so kalt, dass da meistens nur das Gesicht und vielleicht die Hände frei sind. Und das ist von der Fläche her zu wenig, um ausreichend Vitamin D produzieren zu können. Wie weiß man, dass die Sonne unter 45 Grad ist? Das ist ganz einfach. Wenn der Schatten länger ist, als man selber groß ist, dann ist es unter 45 Grad. Das ist ganz einfach, man braucht sie nur gucken und wissen. Ja?